uns erläutern. Was wissen wir über das Lipödem heute und was kann man dagegen tun? Als erstes möchte ich Ihnen einen Satz zeigen, der das Lipödem eigentlich so gut wie kein anderer beschreibt. Das Lipödem ist eine Krankheit, man sieht es wirklich sehr gut. Das Problem ist, dass kaum jemand bisher viel über das Lipödem weiß. C'est une maladie qu'on voit, mais il est quasiment anormal. C'est le fait qu'on n'en connaît presque rien. Schmerzen. Das ist das, was Sie als Patientin am meisten stört bei dem Lipödem und absolut nachvollziehbar stört. La chose qui dérange le plus ou qui fait le plus mal, c'est la douleur. C'est la première chose. Und ich bin sicher, dass sich jede von Ihnen in einem dieser drei Stadien wiederfindet. Das sind die Stadien des Lipödems von Stadium 1 bis Stadium 3. Et le docteur est sûr que l'une de vous est probablement dans un de ces trois stades. Il se reconnaît dans ces stades. Auch die Patientin auf dem linken Bild hat ein Lipödem und die Schmerzen können tatsächlich in jedem Stadium gleich sein. Même la patiente à gauche sur l'écran a un lipödème et les douleurs sont présentes également. Das Lipödem ist eine fortschreitende Erkrankung, das heißt, aus einem Stadium 1 wird im Laufe der Zeit irgendwann mal ein Stadium 3. C'est une maladie qui dégénère, qui commence souvent au stade 1 et qui avance avec le temps, qui peut même arriver au stade 3. Aktuell wird das Lipödem akzeptiert von der Medizin an den Armen, am Gesäß und an den Beinen. Actuellement, la maladie du lipödème est acceptée, au fait, est reconnue comme étant une maladie aux bras, aux mollets, aux jambes et aux cuisses, aux fesses. Und wir werden im Laufe des Vortrags diese Patientin immer wieder sehen. Das ist eine ganz typische Patientin gewesen mit Lipödem. Cette patiente-là, cette patiente typique, on va la revoir au cours de la conférence. C'est un très bel exemple. Die Patientin hat Schmerzen an den Armen. Die Patientin hat Schmerzen an den Beinen. Donc douleur au bras, douleur aux jambes. Sie sehen das deutliche Missverhältnis, die Disproportion zwischen der schlanken Taille und den viel zu breiten Beinen. Vous voyez très bien cette disproportion entre la partie haute du corps et les jambes. Die Patientin hat Hämatome, blaue Flecken. Elle a des hématomes. Es gibt ein kleines Fettpolster hier unterhalb der Knie. En dessous du genou, un petit coussinet de graisse. Es gibt einen deutlichen Fettkragen hier unten an den Sprunggelenken. Aux chevilles, nettement on voit de la graisse. Und das alles sind Symptome des Lipödems. Et tout cela sont des symptômes du Lipödem. Einige Fakten zum Lipödem. Quelques faits sur le Lipödem. Das Lipödem ist eine Erkrankung. Das ist mittlerweile von allen in der Medizin akzeptiert und es ist offiziell gelistet in einem internationalen Krankheitsverzeichnis seit 2017. C'est une maladie reconnue officiellement depuis 1917. Wir schätzen, dass etwa 10% der Bevölkerung, der weiblichen Bevölkerung, vom Lipödem betroffen sind. Das macht allein für Frankreich über 3 Millionen betroffene Frauen. On pense que 10% des femmes sont atteintes du Lipödem, c'est à peu près. Etwa 3 Millionen Frauen in Frankreich. 3 Millionen de femmes en France seulement. Der Beginn ist meistens in der Pubertät, aber auch während der Schwangerschaft oder in den Wechseljahren, also die Phasen, in denen sich eine hormonelle Änderung bei der Frau einstellt. Ça commence souvent à la puberté. D'autres stades, naturellement, dans la vie d'une femme, c'est la grossesse, voire la ménopause. En fait, tous les moments où il y a une grosse différence avec les hormones. Die Gründe sind weitgehend noch unbekannt. Wir wissen, es hat was mit Hormonen zu tun. Es wird vererbt, aber viel mehr wissen wir noch nicht. On sait qu'on peut hériter de cela. C'est donc principalement un problème d'hormones, mais on n'en sait pas encore tellement plus. Die Therapie des Lipödems besteht, fast jede Therapie in der Medizin, aus zwei Zweigen. Donc la thérapie, le processus pour guérir, est composé de deux parties. Zunächst gibt es immer eine sogenannte konservative Therapiemöglichkeit, also eine Therapie ohne Operation. La première partie étant une partie, on va dire, conservatrice, sans opération. Die konservative Therapie besteht aus Kompression, das heißt, Sie brauchen eine Kompressionshose und das sollte, das muss eine Flachstreckkompression sein. Donc le mieux c'est de porter une culotte de compression et le mieux c'est une culotte de compression à maille rectiligne. Sie brauchen optional Lymphdrainage, um das Gewebe zu entstauen. Vous avez besoin de drainage lymphatique pour évacuer la lymphe correctement. Es gibt verschiedene Apparate, mit denen man
die Beine auch maschinell entstauen kann zur Heimanwendung. Il existe aussi des machines qui permettent de faire cela aux jambes. On met les jambes dans des genres de bottes qui font le drainage. Und bei ganz weit fortgeschrittenen Zuständen gibt es auch die Möglichkeit, eine stationäre Rehabilitation zu machen, zu entstauen. Eine Art stationäre Therapie, 3 Wochen lang meistens, in einem Krankenhaus oder einer ähnlichen Einrichtung. Et il y a aussi moyen de, dans un hôpital, par exemple, de faire un séjour, par exemple, de 3 semaines pour encore améliorer ça. Ganz wichtig dabei ist es, man muss Sport machen und man muss die Ernährung umstellen. Nur so, nur mit diesem Zusammenspiel wirkt tatsächlich die Therapie. Donc, très important, c'est le sport et un changement d'alimentation. Das Interessante ist, die Vorteile dieser Therapie sind bisher in keiner medizinischen Studie bewiesen worden. En fait, les avantages de cette thérapie n'ont pas encore été prouvés dans la médecine. Die zweite Therapiemöglichkeit ist die Operation. La deuxième partie de thérapie, c'est l'opération. Die Fettabsaugung an den Armen, am Gesäß und an den Beinen. Donc, l'aspiration de la graisse au bras, postérieur, aux jambes. Auch bei der Operation ist es sehr wichtig, dass man begleitend sportlich ist, dass man Gewicht reduziert, dass man gegebenenfalls die Ernährung umstellt. Encore pendant les phases où on se fait opérer, c'est important de penser à bouger, à se nourrir correctement, à changer son alimentation, à faire du sport. Nur im Zusammenspiel dieser Maßnahmen werden Sie ein optimales Langzeitergebnis haben. C'est uniquement en combinant tous ces modes de changement que vous allez avoir une amélioration nette. Die Vorteile der Operation liegen größtenteils auf der Hand. Les avantages de l'opération sont vraiment évidents. Die Operation ist die einzige Therapiemethode beim Lipödem, die die krankhaft vermehrten Fettzellen dauerhaft reduzieren kann. L'opération est vraiment l'unique manière pour réduire de façon radicale les cellules malades de graisse. Das Fett, was man einmal abgesaugt hat, bildet sich nicht wieder. Donc la graisse qu'on retire, une fois retirée, elle ne réapparaît plus. Und die Fettabsaugung ist im Unterschied zur konservativen Therapie die einzige Therapiemethode, der Nutzen durch Studien eindeutig belegt ist. Et cette technique-là, donc la technique de la chirurgie, elle est bien prouvée par des cliniques médicales par rapport naturellement à la première partie, la première technique qui dit technique conservatrice. Gehen wir ein bisschen in die Geschichte der Fettabsaugung zurück, 100 Jahre in die Vergangenheit. Retournons un peu dans le passé de la maladie, retournons dans il y a 100 ans. 1921 hat dieser gut aussehende Mann, Charles Dujarrier, die erste Fettabsaugung durchgeführt. Ce charmant Docteur Dujarrier, en 1921, a fait la première liposuction. Und Sie ahnen es vielleicht, Monsieur Dujarrier ist Franzose gewesen. Et vous vous en doutez, Docteur Dujarrier est français. Und die erste Fettabsaugung tatsächlich weltweit erfolgt genau dort. Et la première liposuction s'effectue exactement là. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir heute hier in Paris sind, weil das haben Sie vielleicht auch schon geahnt. Et nous nous réjouissons même d'être à Paris aujourd'hui. Mitten in Paris, 2 Kilometer von hier entfernt in den Hôpitaux de Paris. Exactement 2 Kilometer d'ici dans les Hôpitaux de Paris. Es hat sich dann eine ganze Zeit lang nichts getan. Pendant longtemps après, on n'a plus rien fait. Und in den 50er, 60er Jahren wurde die Fettabsaugung dann weiterentwickelt. Et dans les années 50 et 60, on a continué à développer la liposuction. Und heute führen wir die Fettabsaugung so durch. Et aujourd'hui, on effectue la liposuction ainsi. Wir machen die wasserstrahlassistierte Liposuktion, was eines der modernsten Fettabsaugeverfahren weltweit ist. Nous effectuons la liposuction assistée par jet d'eau, qu'on appelle aussi WAL, pour Water Assisted Liposuction. Mit der wasserstrahlassistierten Liposuktion kann man extrem präzise und konsequent absaugen. Grâce à cette technique, on peut travailler de façon très délicate et très propre. Man kann mit einem sehr hohen Komfort für Sie als Patientin arbeiten. Nous pouvons travailler avec un très grand confort pour vous, les patientes. Die Absaugung geht schnell.
La déposition s'effectue rapidement. Die Absaugung ist präzise. C'est précis. Man hat als Operateur zu jeder Zeit eine sehr gute Kontrolle über das Gewebe, sowohl optisch als auch mit den Händen durchs Tasten. On a à tout moment de l'opération un très bon contrôle sur la peau, sur la partie du corps. Im Vergleich zu älteren Absaugemethoden besteht der Vorteil, dass etwas weniger Schwellungen auftreten, etwas weniger Schmerzen auftreten. L'avantage aussi de cette technique-là, c'est pendant l'opération, on a aussi moins de gonflement, moins de douleur par après. Und es ist nachgewiesen, dass man auch früher wieder einsatzfähig ist. Et il est prouvé aussi qu'après, on est de nouveau plus rapidement dans la possibilité de rebougir, retravailler, etc. In unserer Klinik kombinieren wir die Fettabsaugung mit einer Dämmerschlafnarkose. Donc dans notre pendant l'opération, on combine ça avec une narcose où on est encore éveillé, donc c'est pas une narcose complète. Und ich möchte Ihnen nun eine Animation zeigen, wie das Ganze funktioniert. Et j'aimerais vous montrer une animation comment cela fonctionne. Zunächst füllt man das Gewebe mit einer Lösung, einer Flüssigkeit auf. Das geht sehr schnell. Donc d'abord on remplit le corps avec un liquide qui remplit le corps. Die Flüssigkeit dient in erster Linie dazu, das Gewebe zu betäuben. Ce liquide sert en premier lieu pour anesthésier le patient. Nach 5 bis 10 Minuten beginnt die Fettabsaugung mit der Wasserstrahlkanüle. Après 5 à 10 minutes, on commence déjà l'aspiration avec la canule d'aspiration. Und Sie haben den Strahl gesehen, der aus der Kanüle rauskommt. Vous avez vu le jet qui sortait de la canule. Und dieser Wasserstrahl sorgt dafür, dass sich die Fettzellen schonend aus dem Gewebe lösen. Et ce jet est là pour que les cellules adipeuses soient retirées, mais sans les endommager. Die Fettzellen kann man dann im gleichen Arbeitsgang mit Absaugöffnung an der gleichen Kanüle absaugen. Et ces cellules, on peut les retirer avec cette même canule par le petit orifice. Das Prinzip der Fettabsaugung, das Wirkprinzip besteht darin, dass wir aus zu vielen Fettzellen wieder eine normale Anzahl an Fettzellen machen. Le principe au fait de l'aspiration avec cette technique, c'est de s'arranger pour que là où il y a trop de cellules, on s'arrange pour qu'il y ait un nombre correct, un nombre normal de cellules adipeuses. Auf der linken Seite sehen Sie schematisch Fettzellen beim Lipödem. Donc là, sur la partie gauche, l'image de gauche, vous voyez une quantité anormale de cellules graisseuses, donc dans le cas d'un lipödème. Stellen Sie sich vor, das ist vielleicht so ein Stück Ihres Oberschenkels und da sind viel zu viele Fettzellen. Sagen wir 100 Stück drin. Imaginez que c'est la taille comme ça dans le corps, où il y a beaucoup trop de cellules, c'est beaucoup trop. Ja. Auf der rechten Seite sehen Sie das gleiche Stück Oberschenkel, vielleicht von mir. Da sind nur 50 Fettzellen drin, eine normale Anzahl an Fettzellen. Vous voyez l'image de droite, la même partie dans un corps, où la quantité est normale. Und durch die Fettabsaugung machen wir aus den zu vielen 100 Fettzellen wieder die normale Anzahl von 50 Fettzellen. Et grâce à l'imposition, nous allons du stade de trop vers le stade normal. Und dadurch kommt es, wie schon erwähnt, zu einer dauerhaften Reduzierung der Fettzellen. Et de là une réduction pour toujours de la quantité de cellules. Wir operieren das Ganze in unserer Klinik nach einem eigenen Operationsstandard. Nous avons élaboré dans notre clinique un standard d'opératoire standard que nous utilisons maintenant depuis toujours. Dieser Standard wurde über 15 Jahre entwickelt und wird immer weiter modifiziert. Ça remonte déjà 15 ans et c'est constamment en évolution. Und wir sind die erste Klinik weltweit, die diesen Standard publiziert hat, und zwar letztes Jahr in einer großen deutschen Medizinzeitschrift. Et nous sommes la première clinique, la Lipoclinique, à avoir sorti cela sous forme de travaux médicaux encore très récemment dans une très importante revue allemande médicale. Der Operationsstandard besteht aus drei Teilen, der Operationsvorbereitung, dann der eigentlichen Operation und der Nachbehandlung nach der Operation. L'opération en fait consiste en trois étapes,
une étape de préparation, puis l'opération elle-même, et puis les soins par après. Kommen wir zur Operationsvorbereitung. La préparation. Ganz wichtig ist es, dass alle unsere Patientinnen vor der Operation eine Flachstreckhose tragen. Très important, avant l'opération, c'est que la patiente porte déjà une culotte de compression rectiligne. Und eine Flachstreckkompression erkennen Sie, es ist nicht gut auf dem Bild zu sehen, aber eine Flachstreckkompression hat hier eine durchgehende Naht auf der Rückseite der Hose. Et on le voit très bien, enfin pas sur l'image, mais une culotte de compression rectiligne correcte a normalement à l'arrière une couture très visible. Das gilt für die Beine. Für die Arme ist Flachstreckkompression normalerweise nicht erforderlich. Ceci concerne les jambes, c'est très important pour les jambes. Pour les bras, c'est moins recommandé, moins habituel. Merci. Merci. Lymphdrainage ist manchmal erforderlich, manchmal nicht. Das hängt davon ab, wie stark das Gewebe gestaut ist. Alors, le drainage lymphatique, ça dépend toujours de la compression que subit le corps en soi, si, voilà, si c'est nécessaire ou pas. Wichtig ist auch, dass wir in einem sicheren Operationsgebiet arbeiten. Très important, c'est que nous travaillons dans une région opératoire délicate. Deshalb müssen Krampfadern, sofern sie vorhanden sind, vor einer Fettabsaugung auch entfernt werden. C'est pour ça que, par exemple, les petites veines qu'on a, les varices, qu'on les retire avant une opération. Normalerweise operieren wir uns von unten nach oben. On opère normalement en commençant par le bas du corps et puis on va vers le haut. Das heißt, wir starten mit den Unterschenkeln. Wir operieren beide Unterschenkel zirkulär. On opère les mollets de façon circulaire, complètement. Beginnend am Sprunggelenk. En commençant à la cheville. Und operieren auch in dieser Operation bereits die Seiten neben den Knien. Et on va jusque dans la même opération opérer la région à droite et à gauche du genou. Im zweiten Eingriff operieren wir dann die Oberschenkel und das Gesäß. Dans la deuxième opération, on opère donc les cuisses et le derrière. Und in der dritten Operation, sofern erforderlich, et dans la troisième opération, si c'est vraiment nécessaire, die Arme vom Handgelenk zirkulär hoch bis zur Schulter. Les bras, donc de façon circulaire, du poignet jusqu'à l'épaule. Die Nachbehandlung nach der Operation ist fast genauso wichtig wie die eigentliche Operation. Après l'opération, c'est quasi identiquement important que l'opération elle-même. Alle unsere Patientinnen bekommen eine Thromboseprophylaxe, Thrombosespritzen für eine Woche. Les patientes reçoivent une injection d'un médicament pour éviter la douleur. Alle Patienten brauchen nach der Operation Lymphdrainage, weil die Beine für einen kurzen Zeitraum stark anschwellen werden. Drainage lymphatique très important après l'opération parce que il y a un gonflement dû à l'opération. Alle Patienten müssen Kompression tragen durchgehend für 6 Wochen. Très important de porter compression en continu pendant 6 semaines. Der Zeitraum zwischen 2 Operationen sollte mindestens 8 Wochen sein. La période entre 2 opérations devrait être minimum 8 semaines. Damit sich das Gewebe erholen kann, damit Sie sich erholen können. Pour que vous puissiez vous en remettre après l'opération, que vous ayez le temps, que votre corps ait le temps de se remettre avant de faire l'opération suivante. Und nach den Operationen müssen Sie mit einer gesamten Heilungszeit von etwa 1 Jahr rechnen. Et après la série d'opérations, il faut encore compter à peu près 1 an pour une guérison totale, complète. Sie werden wesentlich früher den positiven Effekt sehen, und zwar deutlich. Vous allez voir très rapidement les effets positifs après l'opération. Kleinere Beschwerden können trotzdem bleiben. Des petits malaises ou des petits mal peuvent par contre subsister. Mais die baut der Körper aber im ersten Jahr nach der Operation ab. Mais le corps va s'en débarrasser dans l'année après l'opération. Und jetzt möchte ich Ihnen zeigen, dass es auch durchaus möglich ist, mit Lipödem und auch nach den Operationen viel Sport zu machen. Et là, je vais vous montrer qu'il est important de faire du sport, beaucoup de sport, après les opérations. Diese Patientin hatte ich operiert und
Das Interessante daran ist, das war 5 Tage nach der Operation der Arme. Le docteur Witte avait opéré cette patiente-là, donc il joue au basket, si je me souviens, et là, elle jouait déjà 5 jours après l'opération. Damit Sie mir auch glauben, dass die Operation wirklich einen positiven Effekt hat, möchte ich nun unsere eigene Lipoklinik-Studie vorstellen, die wir in den letzten Jahren durchgeführt haben an unseren Patienten. Je vais vous montrer maintenant les études qu'on a fait sur base de nos patientes à la Lipoklinik. Wir haben eine eigene Langzeitstudie, die wir Ende dieses Jahres in einem großen Journal veröffentlichen werden. Nous allons publier une étude très importante encore cette année. Wir haben den Effekt der Liposuktion 1 Jahr nach den Operationen nachuntersucht. Nous avons suivi les effets après l'opération 1 an après. Und die interessante Spalte für Sie ist diese hier. Et ça c'est la partie intéressante pour vous. Hier zeigen wir Ihnen, welchen Effekt die Operation hat. Là, on vous montre quels sont les effets après l'opération. Wir konnten nachweisen, dass die Schmerzsymptomatik als wichtigstes Symptom des Lipödems um knapp 80% reduziert werden kann. La chose la plus importante, c'était les douleurs. C'est à près de 80% l'effet qui disparaît après l'opération. Wir konnten nachweisen, dass die Schwellungen um 80% reduziert werden können. Les gonflements peuvent aussi être réduits de 80%. Wir konnten nachweisen, dass sich die Beweglichkeit um fast 90% bessert. La façon de se mouvoir, de bouger, s'améliore nettement, de plus de 80%. Und was ich persönlich auch am schönsten finde, wenn man eine Verbesserung ihrer Lebensqualität um 90%. Et ce que le Dr. Witte trouve notamment la chose la plus belle, c'est la qualité de vie qui augmente de 90%. Kommen wir nochmal zu unserer Patientin vom Anfang zurück. Revenons vers notre patiente du début. Bei dieser Patientin haben wir zunächst die Unterschenkel operiert. Là, nous avons d'abord opéré les mollets. Und so sieht das Ganze nach einer Woche aus. Voilà à quoi cela ressemble après une semaine. Und das ist dicker als vor der Operation. Et c'est plus gros qu'avant l'opération. Das ist das Ganze nach 4 Wochen. Là, vous voyez après 4 semaines. Man sieht sehr schön schon die Form der Unterschenkel. On voit déjà très bien la forme des mollets. Und so sieht das Ganze nach 8 Wochen aus. Et voilà à quoi cela ressemble après 8 semaines. Sie sehen, man kann sowohl was die Symptomatik angeht, als auch was die Optik angeht, fantastische Ergebnisse erreichen. Vous voyez qu'on peut atteindre des résultats merveilleux déjà après 8 semaines. Und damit bin ich auch bereits am Ende des Vortrags angelangt. Et me voilà déjà arrivé à la fin de ma conférence. Ich möchte Sie jetzt nicht mit einer Zusammenfassung langweilen. Je n'aimerais pas vous ennuyer avec un résumé, sondern Ihnen stattdessen mein Lieblingsfoto zeigen, was ich von einer Patientin bekommen habe. J'aimerais vous montrer ma photo favorite que j'ai reçue d'une patiente, was im Prinzip alles widerspiegelt, was Ihnen als Lipödem-Patientin passiert. Ce qui vous montre ce qui vous arrive en tant que patiente, en tant que patiente du Lipödem. Der Schmerz, das Leid, die Tränen. La douleur, le mal, les larmes. Und letztendlich die absolute Freude über das, was nach der Therapie mit Ihnen passiert. Et la joie incroyable qui vous survient après cette thérapie. In diesem Sinne, dans ce sens, voilà, pour une nouvelle vie. Merci. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Avez-vous des questions? Es gibt leider noch keine Möglichkeit, sicher eine normale Fettzelle von einer Lipödem-Fettzelle zu unterscheiden. Il n'y a actuellement pas une façon de différencier une cellule graisseuse normale d'une cellule de Lipödem. Es bleiben immer natürlich einzelne Lipödemzellen übrig. Il reste toujours quelques petites cellules de Lipödem, on va dire solitaires. Das geht nicht anders. Aber Sie brauchen keine Angst zu haben. Mais n'ayez pas peur. Das Prinzip funktioniert über die dauerhafte Reduzierung der Zellzahl.
Le principe, ça fonctionne sur le fait de retirer de façon pour toujours des cellules. Diese Zellen können sich nach der Pubertät, vereinfacht gesprochen, nicht mehr vermehren. Et disons que, par exemple, après la puberté, ces cellules qui restent ne vont pas se multiplier. Wir empfehlen, die Operation so früh wie möglich durchzuführen. Nous recommandons vraiment d'effectuer l'opération le plus tôt possible. Es gibt mehrere Gründe. Grund 1 ist, das Lipödem ist eine fortschreitende Erkrankung. Il y a plusieurs raisons pour cela. La première, naturellement, c'est que le lipödème est une maladie qui avance und verursacht Folgeprobleme, Gelenkverschleiß zum Beispiel. Et qui, par exemple, enfin, on va dire, abîme le corps, ça use les genoux, ça dégénère. Und sie gewinnen natürlich viel mehr Lebenszeit ohne das Lipödem. Et vous gagnez naturellement beaucoup plus de vie saine sans le lipödème, en effectuant une opération plus tôt. Wir empfehlen, das Lipödem vor einer Schwangerschaft zu operieren. Nous recommandons de faire une opération avant une grossesse, weil wir die Erfahrung haben von unseren Patienten, parce que nous avons le feedback de nos patientes, dass das Lipödem in der Schwangerschaft nicht mehr wiederkommt. Que le lipödème pendant la grossesse ne revient pas, wenn es s'il a été opéré avant, wenn es korrekt und radikal operiert wurde. Si ça a été opéré de façon correcte et radicale. Beim Lipödem ist es so, dass sehr, sehr viele Fettzellen da sind. Le cas du lipödème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de cellules graisseuses. Und viele Fettzellen produzieren viel Lymphflüssigkeit. Et beaucoup de cellules veut dire beaucoup de production de liquide lymphatique. Es ist sehr viel Flüssigkeit, die das Lymphsystem irgendwann nicht mehr transportieren kann. Et c'est ce liquide, à un moment donné, le système lymphatique ne peut plus le transporter dans le corps. Und dann erweitern sich die Lymphgefäße und es kann ein Lymphödem entstehen. Et dans ce cas-là, les conduits de la lymphe s'agrandissent et ça peut devenir un lymphödème. Beim Lipödem muss man eine sogenannte feuchte Absaugtechnik benutzen, eine Absaugtechnik mit Wasser. Nous recommandons pour le lipödème d'effectuer une liposuction, on va dire humide. Und da gibt es zwei große Verfahren. Et là, il y a deux grandes directions, deux grands chemins. Die wasserstrahlassistierte Liposuktion, die seit Anfang der 2000er eingesetzt wird. La technique qui est utilisée depuis les années 2000 et qui donc utilise de l'eau. Und dann die sogenannte tumescenz-lokale Anästhesie. Et puis une autre technique qui dit TLA, wo man ja alles ja. Et puis la deuxième, donc ça c'est la première, c'est celle qu'on pratique ici à la lipoclinique. La deuxième, c'est celle où vous avez peut-être vu où on gonfle la patiente comme une pastèque. Voilà, bah oui, il n'y a pas d'autre mot, c'est comme ça. Der große Vorteil der Wasserstrahlmethode ist, dass man sehr, sehr wenig Wasser braucht. L'avantage déjà, le premier avantage de la technique assistée, c'est qu'on n'a pas besoin d'autant de liquide. Das heißt, man muss zum Anfang der Operation nicht viele Liter Flüssigkeit in ein Bein reinpumpen. Donc on ne doit pas pomper énormément de quantité dans le corps avant de commencer la liposuction, so dass es dann aussieht wie eine Wassermelone. Ça ressemble comme une pastèque. Das dauert auch lange, das dauert eine halbe Stunde bis Stunde, bis die Flüssigkeit im Bein drin ist. Cette technique où on gonfle terriblement, ça dure aussi très très longtemps avant d'opérer. Und dann muss der Opérateur etwa die gleiche Zeit nochmal warten, bevor lossaugen kann. Et puis le chirurgien qui va opérer doit encore à peu près attendre la même durée avant de pouvoir commencer à opérer. Das alles entfällt beim Wasserstrahl. Ce n'est pas du tout présent dans la technique de la lipoclinique. Das Einfüllen der Flüssigkeit dauert 5 bis 10 Minuten. On remplit de liquide, ça dure 10 à 15 minutes maximum. Und man braucht zum Beispiel für einen Unterschenkel etwa 200 Milliliter ein Glas Wasser
und hat dann genug Flüssigkeit eingestellt. Par exemple pour la partie mollet, donc cheville jusqu'au genou, on a besoin à peu près de l'équivalent d'un verre d'eau. Und dann hat man natürlich auch eine viel bessere Übersicht über das Operationsgebiet. Man kann es sehen, man kann es zu jeder Zeit gut abtasten und sieht direkt, was man saugt. Autre avantage, on voit très bien l'effet tout de suite quand on commence à opérer. Es gibt, On voit mieux la forme de la jambe, ce qu'on va retirer. Es gibt zwei medizinische Studien, die beide Methoden verglichen haben. Il y a deux études différentes qui ont comparé ces deux techniques. Und diese Studien konnten nachweisen, dass man mit dem Wasserstrahl schneller, präziser saugen kann. Et ces études ont toutes les deux démontré qu'on peut travailler mieux, de façon plus précise, avec la technique classique. Und dass weniger Schwellungen und weniger Schmerzen nach der Operation auftreten. Et qu'après, il y a aussi moins de douleur, moins de gonflement après l'opération. Auf die Adern gibt es keine Effekte. Aucun effet sur les veines. Wichtig, auf die Lymphgefäße gibt es auch keine Effekte. Mais attention, sur le système lymphatique, donc il y a aussi pas d'effet. Das heißt, alles, was vorher gut funktioniert, funktioniert nachher auch gut. Tout ce qui fonctionnait bien avant, continue de bien fonctionner.